Im Anschluss besuchen wir El Brucha, eine Seitenmoräne des Amalia-Gletschers. Hier können wir die Kameragriffe, die Tom Birke in den letzten Tagen vermittelt hat, direkt ausprobieren. Auch dieser Gletscher ist auf dem Rückzug. Noch vor ein paar Jahren waren die Felsen im Vordergrund von Eis bedeckt. Kapitän Flatebö manövriert unser Schiff behutsam in den kleinen Fjord und unser Kreuzfahrtdirektor wittert seine letzte Chance auf frisches Gletschereis. Ein weiteres Mal machen sich einige Matrosen unter der Führung des Sicherheitsoffizieres auf die Jagd nach der geeigneten Eisscholle. Ein Wetterumschwung macht das Manöver nicht einfacher, aber die Crew unseres Kreuzfahrtschiffes ist nervenstark und jeder Handgriff sitzt. Fast unbeobachtet kommt es am einige hundert Meter entfernten Gletscher zur Kalbung. Die Eisscholle ist im Netz. Jetzt muss der 2-Tonnen-Koloss nur noch an Bord gebracht werden. Nicht nur der Kreuzfahrtdirektor ist mit dem Ausgang der Mission höchst zufrieden, sondern auch Food and Beverage Manager Jens Ast, denn nun kann er uns Gletschereis bis Jamaika anbieten. Jens, bist du jetzt endlich zufrieden? Jawohl!